Der Oktoberfestrundgang für die Presse ist eines meiner Wiesn-Highlights. Und jetzt geht's gleich wieder los. Da zeigt uns der Bürgermeister persönlich, was es alles Neues auf der Wiesn 2018 gibt. Viel Spaß dabei! Vor allem, dass uns heuer wieder die Kapelle Kaiserschmarrn in altbewährter Manier begleitet. Ein herzliches Grüß Gott an euch und an Sie alle. In diesem Jahr hat er uns das Chaospendel mitgebracht, das den Adrenalinspiegel in Sekundenschnelle in die Höhe steigen lässt. Es wirken ja, glaube ich, besondere Kräfte auf den Menschen. Aber was ist denn eigentlich das Besondere an diesem Gewalt? Entwicklung vom normalen Propeller. Der hat zwei Arme, den gelben und den grünen. Und durch das gibt es ein anderes Fahrgefühl und hat bis zu 4,5. Spaß und Abenteuer bietet für die ganze Familie das Laufgeschäft Dschungelcamp von Angelo Arch, der neben mir steht. Herr Arch! Wellenflieger von Peter Lechner. Herr Lechner, was ist das Besondere an Ihrem brandneuen Geschäft? Also erst einmal, es ist nach der neuen EU-Norm 13814 gebaut. Wir haben an jedem Sitz eine einzelne Sicherung und es ist keine normale Glühbirne mehr verbaut, sondern alles LED. Als Politiker nie abgehoben sein. Aber manchmal lässt sich es nicht vermeiden. So zeigt Jagat Pereira in seiner historischen Steilwand, dass es auch leiser und umweltverträglicher geht. Herr Pereira, wie kamen Sie auf die Idee, mit einem E-Bike in die Wand zu gehen? Natürlich, wir haben immer P-Todeswand, immer neue Sachen jedes Jahr gebracht. Spektakulär ist eine Fahrt im Predator. Diesen Standort Manuel Pretzel war vorher schon gesagt, wie ist denn das eigentlich? Unser Fahrgeschäft ist sehr wild. Wir sind am Ende unseres Rundgangs angelangt, hier im Museumszelt. Das Museumszelt wird von der Historischen Gesellschaft Bayerischer Schausteller e.V. betrieben und ich begrüße auf das Allerherzlichste unsere Museumsdirektorin Yvonne Heckel. Wir haben die Erlaubnis bekommen, dass wir die Oktoberfestplakate der letzten 65 Jahre nachdrucken durften und nun habe ich ein bisschen recherchiert. Lieber Josef, lieber Herr Bürgermeister, wann Sie zufällig geboren sind. Man kann diese Plakate bei uns erwerben. So, lassen wir uns mal überraschen. Sah das Plakat in deinem Geburtsjahr aus?